So, willkommen zurück. Wir sammeln jetzt Kristalle. Wir haben den Kartenabschluss komplett. Leider kein weiteres Herz, aber wir könnten die Herzen nochmal machen. Oder ich mache. Ja, das kriege ich sowieso hin. Meta-Event Nummer 1 mit diesen Kack. Mit diesen. Mit dieser Gummi-Wassermelone. Und dann ist das ratzfatz voll hier. 9 habe ich. Das ist durch. Geil. Das heißt, hoher Sprung ist mir sicher. Nur meisterhafter Abstieg kriege ich noch nicht. Wenn du diese Kristalle gefunden hast, bedeutet dies, dass ich gescheitert bin. Noch bevor wir uns trafen. Dafür entschuldige ich mich. Ich hätte die Gesellschaft am Wüstenhimmel genossen. Sie wird ihren Bruder nie kennenlernen. So. Auf zum nächsten. Das wird der. Nee. Das wird der. Ich stelle mir so ein bisschen vor, als würde ich hinten wie noch. Ich sag jetzt wie Napoleon, mit einer Peitsche das Ding antreiben. Zieh, Raptor, zieh! Es kostet dich dein Leben. Bisschen verschätzt. Du scheiß Sandale, geh weg. Das heißt, du hättest einen Champion gewählt. Dies wird nötig sein, wenn die Welt umstürzt. Der Tod des Dschungeldrachen hat den Aufstieg unseres Erzeugers beschleunigt. Wenn ich es nur gewusst hätte. Neues Event in der Nähe. Natürlich ist ein neues Event in der Nähe. Ich bin ja auch in der Nähe. Da kommen die Bomber angeflogen hier. So, mal gucken, ob ich das überlebe. Das riskiere ich gar nicht erst. So. Hä? Nee, alles gut. Ich fliege richtig. Ich dachte gerade, ich wäre falsch. Das war in letzter Sekunde. Die hätten mich vom Himmel geholt. Der Gott des Feuers ist immer noch hinter mir her. Ich fürchte, dass ihm die Waffe in die Hände fällt. Sollte dies geschehen, hat das unvorhersehbare Konsequenzen. Und das ist noch harmlos ausgedrückt. Aber so oder so macht es das nur wichtiger, die Waffe zuerst zu erreichen.
Was? Wieso soll ich dann plötzlich wieder zu Glints Höhle rein? Ja, die anderen sind optional. Ach so. Aber ich finde die teilweise nicht. Oben auf dem Berg. Dann können wir die Herzing-Shop fast wieder machen. Denn dann level nämlich mein Hase nämlich noch. Dann sehen wir noch den zweiten. Kampf mitspielen. Nee, lass uns nicht aufhören. Es ist noch genug Zeit, um irgendwas zu schaffen hier. Fuck. Und wo ist dieser scheiß Blitter? Ich hab Hunger. Kann ich den Karotten alles wegessen? Wassertrog. Ja, das machen wir noch schnell. Das machen wir noch schnell. Ich will die Erfahrung haben. Springer haben so weiches Fell. Ah, da ist das Ding. Das bringt ja mal gar nichts an Erfahrung, ne? Sehe ich gerade. Ist jetzt levelt sich ja fast nicht auf. Dann lasse ich in meinen Tuffel lieber was naschen. Richtig. Essen bringt viel mehr Energie und Herz als alles andere. So, Thron von Daut mitnehmen. Komm schon, fall einfach runter. Ich sollte lieber mal verstehen, wenn ich mit meiner Arbeit im Haus bin. Hast du den Ball? Hat's geklappt? Ja, sehr gut. Weitermachen. Hast du Überfahrung gegeben? Nee, ne? Das habe ich einfach für lau gemacht. Frechheit. Nicht genug Energie. Du sollst ja auch nicht vorwärts rollen, du musst essen. Ich hab Hunger. Mann, dabei gab's heute was essen. Das hat Sinn und Zweck, dass ich jetzt genau hier wieder hochgehe. So. Denn. Schmerz für Schmerz. Genau.
Dann kann ich nämlich hier in Ruhe sterben auf dem Harpienhügel. Genau das war nämlich mein Plan. Ach Mist, den habe ich fast gekriegt. Hey cool, das hat trotzdem noch gezählt. Den einen habe ich im Postmortem habe ich den einen auch getötet. Das finde ich gut. Ja, ich glaube, ich fresse nur noch Karotten hier. Alles gut. Später darfst du raus, damit du ein bisschen tüchtiger wirst. Danke. Ich habe gerade eine Antwort bekommen vom NPC. Sagte, alles gut. Später darfst du dann raus, damit du tüchtiger wirst. Ja, haben wir gleich. Vielleicht hilft das ja schon. Ich werde, schaue ich auf dem Hof vorbei. Eins. So. Seht ihr, es hat ordentlich was gebracht. Genau dafür mache ich das nämlich. Jo, danke fürs Zuschauen. So, weiter zum Quest. Da unten? Ich hätte sie zerstört. Aber Mutter hat es untersagt. Diese Krise jedoch hat sie nicht vorhergesehen. Ich weiß nicht, welcher der richtige Weg ist. Oh ja. Ach du Scheiße, da muss ich ja... Da muss ich ja den ganzen Weg wieder... Hier so hoch. Der habe ich doch nur mit Mühe und Not geschafft. Ach Quatsch, den will ich teleporten? Ganz ehrlich? Nö. Den will ich teleportiere ich nur wirklich nicht. Ich nenne mich jetzt kleinlich. Das würde ich zwar durch ein Item wieder reinholen, aber es ist ein Item. Das muss man sich erstmal verdienen. Für dieses eine Item, da mache ich Tarier für. Jetzt muss ich an den Items vorbei. An den Items vorbei. Ich muss an den Items vorbei, bevor sie mich töten. Horngorillas. Sprung war zu kurz. So. Ja, ich bin mir. Was? Spiel rausgeflogen, wie ich gerade. Ist aber auch egal, ich geh nicht mehr rein. Okay, bei welcher Quest bist du? Ja, nachdem ich mit den ganzen Kristallen gequatscht hat dann. Das heißt, bei dir steht, verschafft euch mit Hilfe eines Springes Zutritt zur Glinshöhle. Also ich muss danach zur Glinshöhle, genau.
Okay. Dann weiß ich nämlich, wo ich gleich stoppen werde. Ja, also das Optionale, die Blastkristalle alle finden, habe ich gerade gemacht. Gut, das werde ich jetzt zu Ende machen. Danach werde ich die Karte dann... ja, verlassen. Gut, dann sage ich schon mal gute Nacht. Ich nehme nämlich die nächste Scherbe gerade auf. Ich bin in dieser Rolle gefangen, in diesem Vermächtnis. Ich sehne mich nach Freiheit, kann aber die Verantwortung nicht von mir weisen. Täte ich es, würde ich die sterblichen Völker der Vernichtung anheimfallen lassen. Und vielleicht sogar mich selbst. Allerdings bietet auch der Tod eine Art Freiheit, nicht wahr? Stell mir fast, das könnte ich, hätte ich tatsächlich gleichzeitig machen sollen. Naja.